Da mich viele gefragt haben, wie das mit der Leatherback-Technik geht und auch diese Katzensocken so unglaublich spannend finden und schön, habe ich mich entschieden, dass ich jetzt ein Tutorial drehe, wie ich das mit der Leatherback-Technik mache. Voraus, ich habe hier das Buch Wild Mittens and Unruly Socks. Das ist inzwischen aber im Stiebner Verlag erschienen. Ich setze den Link drunter in die Infobox. Auf Deutsch heißt es Wilde Handschuhe und freche Socken von Lumi Karmitza. Ja, ich habe jetzt hier schon mal angefangen. Und zwar habe ich ein Bündchen gestrickt. Und wie man hier sehen kann, gibt es ja hier so ein kleines Muster, auch mit Löchern, wo man nachher ein Bändel durchziehen kann. Das weiß ich nicht, ob ich das machen werde, aber ich habe das als Muster einfach eingestrickt. Bei mir sieht es jetzt ein bisschen anders aus, weil sich die Wolle einfach mustert und auch hier diese mittlere Masche grau ist und nicht pink, aber davon darf man sich, glaube ich, nicht orientieren lassen. Dann habe ich, wie im Muster vorgesehen, nach der letzten weißen Reihe eine Reihe in der Hauptfarbe, das ist bei mir dieses Grau-Pink, drüber gestrickt. Und jetzt stricke ich eine Reihe, die mag zusätzlich sein, aber diese Reihe nehme ich, um meine Leatherback-Maschen anzulegen. Ich zeige euch mal die ersten zwei Reihen von dem Chart. Da sieht man nicht allzu viel vom Chart und ich zeige euch, wie ich mit Leatherback-Maschen umgehe. Ich mache mir hier in der Abfolge, in der ich die Leatherback-Maschen möchte, also diese linken Maschen, rote Striche rein. Grundsätzlich ist zu sagen, je mehr Leatherback-Maschen ihr macht, desto dehnbarer wird die Socke nachher. Aber man kann es auch übertreiben. Ich mache es bei Socken gern alle vier Maschen. Das heißt, ich werde die ersten zwei Maschen stricken, dann eine Leatherback einfügen, vier Maschen stricken, Leatherback, vier stricken, Leatherback. Und gut ist, dass wir hier an dieser Stelle nachher auch praktisch zwischen vier hellen Maschen eine Leatherback haben. Dann kann ich euch in der ersten Reihe auch zeigen, wie das funktioniert, mit welcher Farbe man Leatherback strickt. In dieser ersten Reihe mache ich es jetzt einfach so, dass ich erstmal zwei Maschen stricke in dunkel und ihr seht schon, ich stricke mit Nikos. Ich stricke unglaublich gern Colorwork mit Nikos, weil ich dann im Grunde immer zwei Nadeln auf einer Nadel habe. Also ich stricke jetzt zwei Maschen in der Grundfarbe und dann schlinge ich mir eine Masche auf. Das war jetzt wunderbar außerhalb der Kamera. Ich gelobe Besserung. Aber das Problem ist, ich stricke praktisch durchs Handy hindurch. Also ich probiere es mal hier, dann kann ich sehen und ihr seht es auch. So, ihr seht, ich habe jetzt hier eine weiße Masche mit drauf. Jetzt stricke ich vier Maschen in der Hauptfarbe. Eins, drei, vier und schlinge eine auf. Das heißt, ich gehe so von hinten nach vorn, wie wenn ihr eine, ja, so eine Masche aufschlingt eben. Wieder vier, eins, zwei, drei, vier. Ich halte mir den Faden, gehe von oben hinten durch und schlinge sie mir einmal drauf. So. Und so geht es jetzt die ganze Runde entlang. Ich habe jetzt die erste Reihe erfolgreich beendet. Und man sieht schon, ich habe hier hinten einfach die Spannfäden, die weißen, die aufgeschlungenen Maschen dazwischen. Auf der rechten Seite sieht es dann so aus, dass ich praktisch immer diese eine Masche dazwischen habe. Natürlich habe ich dadurch ein Viertel mehr Maschen, aber das hilft mir jetzt nachher. Jetzt muss ich stricken, zwei und dann die Leatherback-Masche. Eins, zwei.
Die Letterbackmasche stricke ich immer links und ich muss den Arbeitsfaden, der nicht gestrickt wird, zwischen der Letterbackmasche und der Front führen. Das heißt, ich nehme beide nach vorn, stricke die Letterbackmasche links und führe diesen Faden, der nicht gebraucht wird, vor der Letterbackmasche. Das ist wichtig, weil ich praktisch hinten eine Masche hochlaufen habe und dieser Faden, der dunkle bei mir, mit dem nicht gearbeitet wird, der drückt diese Masche sozusagen auch nach hinten. Dann kommen vier in der Hauptfarbe. Wieder die Letterbackmasche, also beide Fäden nach vorn in hell stricken. Und dann habe ich zwei dunkle Maschen. Zwei helle. Und jetzt wird es tricky. Da ich jetzt mit hell weiter stricke bei den rechten Maschen, mache ich die Letterback-Masche mit dem dunklen Faden, also mit dem, der im Moment zum vorne stricken nicht benutzt wird. Der den langen Spannfaden machen würde. Nochmal zwei helle. Dann habe ich auf dieser Seite nur noch dunkle zu stricken. Das heißt, Letterback immer in der hellen Farbe. Man kommt da auch gut in den Fluss, wenn man sich im Grunde gar keine Gedanken mehr machen muss. Was passiert mit meinen Spannfäden? Wie lange muss ich sie ziehen? In der ersten Runde muss man immer noch ein bisschen achten, weil die Letterback-Masche ist ja noch keine so richtige Masche. Sie ist ja gerade nur ein Umschlag, ein verschränkter auf der Nadel. So, jetzt ist die erste Nadel gestrickt. Ihr seht schon, ich stricke ein bisschen eng, deshalb muss ich etwas schieben mit meinen Nekos. Wenn ihr mit Nekos strickt oder euch die neu zulegt, dann habt Geduld mit euch. Auch daran muss man sich erst gewöhnen. Auch ich musste mich daran erst gewöhnen. So, und jetzt kann ich schauen auf meinem Chart, dass ich vor der drittletzten oder nach der drittletzten Letterback-Masche kommt erst die Farbe. Sprich, ich kann jetzt stricken bis zur drittletzten Masche. Und was ihr hier im Hintergrund hört, ist der Hund, der meint, jetzt stören zu müssen. Ich stricke mal rüber. So, ich bin jetzt angekommen bei dieser Letterback-Masche. Bevor was passiert, ich stricke die trotzdem jetzt in weiß, weil ich hatte ja über die vier Maschen weiß als Spannfaden. Jetzt stricke ich vier Maschen in weiß. Jetzt nehme ich natürlich die nächste Letterback-Masche in rot, also in dem Grundfarbe. Jetzt ist halt pink oder rot bei uns, bei mir hier anstatt grau, also in der Grundfarbe. Und jetzt muss ich wieder nur in der Grundfarbe stricken. Das heißt, ich mache die Letterback-Masche dann wieder in dem Weiß. Also immer in der Farbe, die nicht gebraucht wird. Genau. Jetzt stricke ich noch ein paar Reihen höher
und zeige euch dann, wie das weiter von hinten aussieht. Aber man sieht schon, man kann erkennen, dass hier hinten jetzt praktisch so eine Maschenreihe entsteht. Nach zwei gestrickten Reihen sieht es jetzt folgendermaßen aus. Man sieht hier ganz gut, wie innen dieses Leatherback, diese Leitern im Hintergrund entstehen. So werden die weitergeführt. Und ihr seht, wenn man die mal mit einer anderen Farbe strickt, dann wird die halt bunt. Aber das tut dieser Leiter überhaupt nichts. Was mir halt zur Orientierung hilft, sind diese roten Linien. Die zeichne ich mir wirklich in Rot ein. Wenn der Chart nachher weitergeht, da kann ich ihn euch nicht mehr zeigen, ist es so, dass es sehr viel, ja, ich sag mal, durcheinander geht zwischen dunkel und hell. Und die roten Linien, die helfen mir optisch zur Orientierung. Natürlich ist diese Masche, die Leatherback-Masche, links. Und trotzdem hilft es nachher so, um auf den ersten Blick zu sehen, wenn da überall weiße Maschen sind, welches ist meine Leatherback-Masche. Damit bin ich eben schneller beim Stricken. Genau, und ihr seht auch, also man kann im Grunde das Gestrick jetzt hier auseinanderziehen, vorne und hinten. Ja, da ist hohl dazwischen. Und das liegt daran, dass der Arbeitsfaden, der nicht gebraucht wird, praktisch zwischen der hinteren Masche und dem vorderen Strickstück mitgeführt wird, praktisch in diesem Tunnel. Und somit ja, sich praktisch auch nicht verhakt, sondern voneinander trennt. Und damit nachher, ihr seht es nachher nicht, also außen wird es nachher nicht sichtbar sein. Ich stricke jetzt ein paar Reihen höher und zeige euch dann nochmal, wie es dann aussieht. Ich habe jetzt noch ein paar Reihen höher gestrickt. Man sieht es hier, da kommen die Ohren zutage. Und von innen sieht es jetzt so aus. Und diese Leitern hier nennt man jetzt dieses Leatherback. Und was man hier jetzt gut sehen kann, dadurch, dass es hier auf der Vorderseite immer in der Grundfarbe ist und die Leatherback immer in weiß ist, man kann dieses Gestrick theoretisch hier auseinanderziehen. Man hat praktisch zwei, also außen eine dichte Socke und hier so ein Netz, wie so ein Spinnennetz. Und das ist dieses Leatherback. Und diese Maschen in diesem Spinnennetz, die können sich jetzt, wenn ich hier dehne, ganz weit auseinanderziehen und das macht die Dehnbarkeit dieses Strickstücks aus. Und deshalb bleibt die Socke auch hier an den Stellen extrem dehnbar. Ja, so werde ich die Socke jetzt weiter stricken und hoffe natürlich sehr, dass sie dann auch über diesen großen Fuß gehen wird. Ich habe insgesamt 73 Maschen jetzt hier auf den Nadeln und das müsste für eine Schuhgröße 44 mit einem Fuß, der nicht allzu breit ist oder der Spann auch nicht so hoch ist, müsste das theoretisch reichen und ich denke, das Leatherback verhilft mir dazu. Genau, ich wünsche euch viel Spaß jetzt, diese Technik auszuprobieren. Wie gesagt, mir hilft es gut, das reinzumalen in den Chart. Man kann den Chart ja vorher kopieren und dann, ja, viel Spaß beim Probieren. Ja, wir müssen jetzt noch, nachdem das Motiv fertig gestrickt ist, die Leatherback-Maschen verschwinden lassen. Da die Kamera jetzt leider nicht aufgezeichnet hat, habe ich ja Gott sei Dank noch eine Nadel. Ich habe es jetzt hier schon mal gemacht. Ich zeige aber gerne, wie das funktioniert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das muss man dann ausprobieren, welche einem da mehr taugt. Ich mache es so, dass ich immer die zwei Maschen rechts zusammenstricke. Also die Leatherback-Masche mit der nächsten Masche. Aber da muss man ein bisschen schauen, wie jetzt hier in diesem Fall, da ist die Leatherback-Masche dunkel, dass man die zwei richtigen erwischt. Da hilft es einfach innerlich mitzuzählen oder auch laut vor sich hinzuzählen. Man strickt immer drei, eins, zwei, drei, dann zwei rechts zusammen. Es gäbe auch die Möglichkeit, das überzogen zu machen, indem man abhebt und zusammenstrickt. Das mache ich nicht so gern, weil es für mich ein Mehraufwand ist. Der ist zwar gering, aber er ist da. So stricke ich immer gern die zwei zusammen. Das geht im Eim, da muss man nichts heben. Drei und eins, zwei, drei und das ist so meine bevorzugte Art und Weise. Ich zähle auch immer
innerlich mit. Und manchmal erscheint dann diese helle Letterbackmasche noch irgendwie und man hat so ein bisschen, ja nicht Angst, aber man denkt, ob die wohl verschwindet. Ich zeige das gleich, wenn ich fertig bin. So, man sieht jetzt, ich habe jetzt auf den Nadeln nur noch die Grundfarbe und von innen sieht die Socke so aus. Ja, also das ist die Leatherback-Methode. Es ist, wie ich ja gesagt habe, hier so ein doppeltes Gestrick. Nur dadurch, dass es dann mal dunkle und helle Maschen ist, verwebt sich das praktisch. Vorne sieht man überhaupt nichts von den Leatherback-Maschen. Und die Socke ist viel weiter. Ich habe sie jetzt hier auf einem XXL-Sockenbrett. Und da geht es wunderbar drüber. Das Problem war ja nie die Ferse, sondern das Motiv. Und man kann jetzt gut sehen, dass es wunderbar auf dieses Sockenbrett geht. Noch ein kleiner Tipp zum Colorwork-Stricken muss man nicht, aber ein Wollabroller erleichtert es enorm, weil man niemals den Faden nachziehen muss, sondern der Faden immer fließt. Einfach so als kleiner Tipp am Rande noch. Ja, und jetzt mache ich euch Mut, diese Leatherback-Technik einfach auszuprobieren. Sie ist nicht schwer. Habt Mut und tut es. Viel Spaß dabei.